Word mit Schreiben beginnen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe eben Word geöffnet, gestartet und ich habe hier ein weißes Papier erhalten. Wenn ich hier einen Klick mache, dann sehe ich den Cursor, das ist der Strich, der blinkt und ich kann sofort mit Schreiben beginnen. Meine Schriftart im Moment ist automatisch Arial, eine 12er Schrift, das heißt, das ist die Größe der Schrift und die Schrift ist schwarz. Wenn ich eine Zeilenschaltung machen will, dann drücke ich die Enter-Taste und ich kann gerade darunter weiter schreiben. Leider kann ich hier unten im Weiß nicht weiterschreiben. Ich würde gerne hier hinklicken, sodass der Cursor da unten erscheint. Leider geht das nicht und es geht irgendwie doch. Wenn Sie nämlich hier unten einen Doppelklick machen oder sogar mitten im Papier, ich versuche das einmal, Doppelklick hier unten, dann kann ich auch hier schreiben. Und wieder eine Zeilenschaltung, dann hüpft der Cursor wieder nach vorne. Das war's.